Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 13. Oktober. Jesus sagt: Meine Schafe hören meine Stimme. Johannes 10, Vers 27. Eine hübsche Geschichte erzählte mir ein Freund. Er hatte seinem kleinen Sohn vom Herrn Jesus, dem guten Hirten, erzählt. Und dann hatte er ihm zum Schluss gesagt: Du darfst auch ein Schäflein des Herrn Jesus sein. Der Junge schwieg. Aber als er abends in seinem Bett lag, betete er: Lieber Heiland, wenn du mich schon zu einem Tier machen willst, dann lass mich doch lieber ein Pferd sein. So sind wir Menschen, wir wollen gern immer hoch hinaus. Die armselige Kreuzesgestalt des Reiches Gottes missfällt uns. Das Schäflein war dem Jungen zu kümmerlich, da wollte er schon lieber ein stolzes Ross sein. Nun muss unser Herr doch gute Gründe haben, dass er uns Menschen mit Schafen vergleicht. Er nennt ja nicht nur seine Leute Schafe, sondern alle Menschen. Er unterscheidet nur zwischen verirrten, verlorenen Schafen und solchen, die zu seiner Herde gehören und gerettet sind. Warum nennt er uns Schafe? Wohl darum, weil wir gar keine Orientierungssinn haben. In den Wegen der Welt finden wir uns ja zur Not zurecht. Aber wenn es sich um das ewige Ziel unseres Lebens handelt, sind wir hilflos. Da brauchen wir den Hirten und wohl uns, wenn Jesus unser Hirte geworden ist. Wir können es nach allen Kämpfen unseres Lebens nicht weiterbringen, als dass wir wie Kinder singen. Weil ich Jesu Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten. Nun geht Jesus der Lebendige über die Straßen dieser Welt und lässt seine Hirtenstimme erschallen. Für die meisten geht diese Stimme unter in den Lärm, den sie selber oder andere machen. Aber meine Schafe hören meine Stimme. Herr, wir danken dir, dass du uns nicht aufgibst. Amen. Ich kann dir den Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich.